Hallihallo und herzlich willkommen zu dem dritten Türchen bei dem Kulrike Adventskalender. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, was drin ist. Hier siehst du das kleine, nette Tütchen. Mal schnell aufreißen, ich bin gar nicht neugierig. Ja, und was hat sich hier versteckt? Ich würde sagen, es ist ein Häuschen. Dann kuppeln wir das doch einfach mal schnell aus. Ich habe mir hier ein Stück Cardstock genommen, was hier einfach so ein bisschen rumlag. Und das kurbel ich aus und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, das ist aber groß. Ich bin schon gespannt, was da vielleicht noch so kommen mag zu diesem Häuschen. Ja, und dann wollen wir das natürlich auch gleich hier in dieses Adventskalenderbuch mit einfügen. Da gibt es hier wieder diese kleine Übersicht, die packe ich ja da immer rein. Und hier gibt es noch zwei Glue-Dots. Einfach, weil es schön ist, ne? Auf das Stückchen Pappe. Ja, und ich packe das diesmal in das untere, in die untere Lasche rein, weil nach oben wäre es ein bisschen groß, ne? Und so kannst du ein bisschen drüber gucken und das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Und dann fangen wir halt einfach mal mit der 3 unten an und dann kommt die 4 oben drüber. So, jetzt wollen wir aber mal kreativ werden. Ich habe mir überlegt, wir nehmen hier von Tag 2 diese wunderschöne Glocke, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und die positioniere ich jetzt erstmal auf ein Stück. Was habe ich hier? Weißen Faltkarten-Cardstock. Was denn auch sonst? Ja, und positioniert das mit dem, also in diesem Stamping-Tool und puder jetzt hier den Cardstock ab. Mit so ein bisschen Babypuder, ne? Und dann, du hast es wahrscheinlich schon erraten, werde ich es embossen. Dafür brauche ich natürlich Versamark. Ich habe jetzt hier die Kugel gut benetzt, denke ich mal. Gebe den Abdruck drauf. Und da es ja schon ziemlich vollflächig ist, nehme ich hier diese Ruppelhilfe. Ja, damit ich gleichmäßig den Druck ausüben kann. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob es auch wirklich alles gut sitzt. Dann machen wir mal lieber noch eine zweite Runde mit dem Versamark. Das passt mir irgendwie. Also da habe ich ein sicheres Gefühl. So, wenn dann der zweite Abdruck sitzt, kann ich das eigentlich rausholen aus dem Stamping-Tool und gebe hier in meinem Fall goldfarbenes Embossing-Pulver drauf. Ich habe hier das aus meinem Fundus von Ranger, das extra feine oder superfeine heißt das. Das mag ich tatsächlich sehr, das schmilzt wunderschön. Ja, und hier bin ich auch schon dabei und da siehst du, wie das Pulver schmilzt. Ja, ich mag das, ich gucke da so gerne bei zu. Also, ich finde es immer wieder toll. Ich meine nicht, dass ich das ja schon ewig kenne, aber ich finde es schön. So, jetzt haben wir hier den Stempelabdruck gut embossed. Jo, und dann heißt es mal wieder ans Ausschnippeln gehen. Ich nehme dafür erstmal hier meinen Cutter und dieses kleine Innenteilchen von der Kugelaufhängung rauszubekommen. Aber den Rest der Kugel mache ich nicht mit dem Cutter. Also Bruderlieb, nee, da bin ich raus. Da nehme ich dann doch einfach die Schere. Was hier schon passiert ist, jetzt biege ich mir das noch ein bisschen zurecht und dann habe ich mir überlegt, Gold und Schwarz, ne, geht bei mir ja immer. Also gerade zur Weihnachtszeit und dann mache ich mir hier einen Aufleger zurecht und denke, ich mache eine komplette Karte. Also das ist mal mein Vorgehen. Hier habe ich mir so ein Kartenset rausgesucht. Ich glaube, das ist die Farbe Taupe. Ich denke, ich finde das mit dem Schwarz sehr gut und dann habe ich aber so, naja, gleich so was Großes mit dieser Kugel, da musste ich ja, ne? Nee, also habe ich gedacht, wir können das auch mal eine Nummer kleiner machen, ne? So, also habe ich diese Grundkarte einfach halbiert, meinen Aufleger auch halbiert und da wächst einfach die Idee, vielleicht machen wir nicht ein kleines Kärtchen, sondern vielleicht machen wir mal einen Geschenkanhänger. Das Nette ist dann dabei, dass du aus einer Karte einfach schon zwei Geschenkanhänger rauskriegst. Ja, und natürlich kann der schwarze Cardstock, also meine Mattung, nicht einfach so bleiben. Ich habe mir hier aus meinem Fundus so ein Champagnerfarben, eine Acrylfarbe geschnappt, setze es auf einen Acrylblock und mische das mit Wasser. Das mache ich ja immer sehr, sehr gerne. Und mit Acrylfarbe geht es wunderbar. Kannst du ja mal eben schnell mit Wasser anmischen, ne? Ja, und dann gibt es hier 2498 Sprenkelchen. Das habe ich mal ein bisschen schneller gemacht, ne? Das muss man ja nicht in Formvollendung sich anschauen.
Ja, und das, ich mag das. Also die Kombination finde ich richtig, richtig nice. Und da mir dieser Goldton, dieses Champagner so gut gefällt, nehme ich jetzt hier noch ein Stückchen weißen Cardstock und pinsel den mit der Acrylfarbe ein. Ja, warum auch nicht, ne? So kannst du dir auch mal deinen Cardstock machen. Also das sind halt so Kleinigkeiten, wie ich mir immer zu helfen weiß, damit das so ein bisschen Ton in Ton ist, ne? Dass sich das nochmal wieder trifft. Ja, und dann suche ich mir hier diesen Zweig raus, der mich ja immer noch unheimlich an Weihnachten erinnert. Und ich nehme mir die Schleife aus dem Adventskalender von letztem Jahr. Und ich glaube, das kann was zusammen. Ich glaube, das wird was. Mit Rot zusammen, Schwarz, Rot und Gold läuft, oder? Ich finde, das läuft richtig gut. Ja, und ich möchte mir auch so aus dem roten Cardstock die Schleife ausstanzen. Ich versehe mir das hier mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite, weil das ist ja so eine feine Kontur und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das mit Klebe einzukleistern. Das wird mit Sicherheit wieder nichts bei mir. Und dann quatscht das überall rum und das brauche ich nicht. Ja, und hier setze ich mir jetzt gerade die Kontur auf die Schleife oben drauf, wie du gerade siehst. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ne? Aber dieses Feine, das ist ja noch in der Stanze drin. Und so setze ich das einfach auf. Hier siehst du das Ergebnis. Ich mag das tatsächlich. Ich glaube, ich habe das bei der Ivo aus dem Designteam gesehen, bei uns. Und fand das toll in Rot. Hat mich angesprochen. Da dachte ich, das muss ich mal zu Weihnachten verwenden. Mache ich jetzt hier, ne? Also Ivo, danke für die Eingebung. So, die Farbe ist mittlerweile trocken, die Acrylfarbe. Ich habe mir hier meine zwei kleinen ausgestanzt aus dieser goldenen Acrylfarbe. Und das hat doch schon mal so, von der Grundidee her könnte das doch schon mal was werden, oder? Da noch diese rote Schleife drauf, das schreit halt schon richtig nach Weihnachten. Also genauso, wie ich es mag. Ja, die Mattung kriegt jetzt hier von hinten Flüssigkleber drauf. Deswegen Flüssigkleber, dann kann ich das noch ein bisschen besser positionieren. Ne, das ist ja immer nicht ganz so easy peasy, finde ich jetzt. Also ich schaffe das nicht beim ersten Mal. Und dann finde ich das Flüssigkleberprinzip ganz gut. So, und jetzt brauche ich ja meine Kugel noch einen Aufhänger. Da habe ich mal im Fundus geschaut, da habe ich noch so ein, naja, ich würde mal sagen, so ein cremefarbenes Band gefunden. Da gibt es jetzt so ein bisschen davon. Doppelseitiges Klebeband. Das klebe ich von einer Seite drauf, also vorne, hinten, egal, hat ja noch kein vorne und hinten, jetzt hat es vorne und hinten, denn in dem Fall ist die Seite, auf dem das doppelseitige Klebeband ist, hinten. Ja, Klebeband sitzt und dann kann ich mich dran machen, das hier so drumherum zu fummeln, also ich gucke erstmal wegen der Höhe mit der Schleife und so, dass das nicht zu tief oder so wird. Und kürze mir das Band passend ein und kann das jetzt um die Aufhängung der Kugel wickeln. War das klar? Ich glaube schon. Also erstmal ziehe ich Trägerfolie ab. Ist logisch, weil sonst wird das mit dem Bappen nämlich nichts. Jetzt ist er fort und dann kann ich das Bändchen hier um diese Aufhängung von der Kugel machen und setze mir das erstmal mittig auf, das Bändchen, bevor ich irgendwas festklebe. Und jetzt kann ich mir das ausrichten mit der Höhe, weil es ist ja noch nicht umgeklebt. Da schaue ich, das passt mir. Dann kann ich das Band um die Kugel drumherum legen, also um diese Aufhängung. Und schon ist die Kugel fest und hat ein Bändchen. Also geht ganz einfach. Und ich finde, das hat immer einen tollen Effekt, ne? Wenn dann so eine Kugel nicht frei schwebend ist. Und ich möchte auch nicht immer das dranmalen. Und ich finde, das hat dann irgendwie was Echtes. Meine Weihnachtszweige, die keine wirklichen Weihnachtszweige sind, aber für mich schon irgendwie, ich glaube, zarte Zweige heißen sie, ne? Die kürze ich jetzt mir hier einfach noch ein, indem ich den Überstand wegmache. Fertig. Setz die auf. Dann kommt noch meine, wie heißt sie denn? Meine Schleife drauf. Da ist ja noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband da. Das kann ich gleich mal nutzen. Und dann gibt es noch ein bisschen Kleber an der Ecke, wo nichts ist. Dann setze ich die auf und dann finde ich das schon mal sehr, sehr schön.
Es gibt noch ein bisschen Highlights. Ja, die Highlights hätte ich noch ein bisschen mehr ausarbeiten können. Aber naja, Bruderlieb, was soll's, ne? Da hätte noch ein bisschen mehr hingekonnt. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ja, jetzt brauche ich natürlich noch meine Aufhängung. Dann nehme ich hier einfach die Crocodile, mache ein Loch durch. Also, das geht ja jetzt wirklich ganz easy. Nehme das gleiche Band, welches ich vorhin benutzt habe für die Aufhängung der Kugel. Fummel das durch das Loch durch. Also wenn es denn dann klappt, ne? Ja, und dann war es das schon, das kleine Projekt. Und hier zeige ich dir nochmal ganz genau. Sieht das nicht schön aus? Ich mag's. Also ich finde es richtig schön. Es glitzert, es funkelt. Also alles, was man für Weihnachten braucht. Genauso wie ich es liebe. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder auf Instagram beim nächsten Türchen. Bis dann!